Herzlich willkommen bei unserer Sendereihe Sport macht Spaß im Alter. Ich bin Natalia, Reha-Trainerin für Orthopädie und Yoga. Und ich bin Elisabeth. Wir freuen uns beide, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute zeige ich Ihnen meine Lieblingsübung aus der Qigong-Session. Und zwar 18 Übungen der Harmonie. Qigong ist ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin und diese Übungen sind sehr ganzheitlich und sie sorgen dafür, dass nicht nur unsere Muskelgelenke und Sehnen gedehnt und gestärkt werden, sondern dass wir auch innere Organe und unser Bindegewebe in Bewegung bringen. Wir machen heute 18 Übungen und jede mit 5 bis 6 Wiederholungen. Aber ich bitte Sie, weil es wirklich wichtig ist, die Übung korrekt auszuführen, damit sie effektiv sind, schauen Sie beim ersten Mal nur an. Elisabeth kennt diese Übung, deswegen wird sie das auch beim ersten Mal gleich mitmachen, damit Sie sie im Sitzen und von der Seite sehen können. Ja? Aber Sie beginnen dann beim zweiten Mal mitzumachen. Wir gehen in die Qigong-Grundstellung. Und das geht so. Wir stellen die Füße auseinander, entweder eine Fußbreite, also so, dass der dritte Fuß dazwischen passt, oder eine Fußlänge, wenn man es stabiler stehen möchte. Wichtig ist, dass die Außenkanten der Fußsohlen parallel zueinander sind. Im Sitzen ist wichtig, dass die Fersen unter den Knien sind, auf keinen Fall groß nach vorne. Mhm. Ja. Und genauso die Füße parallel. Ja. Die Beine leicht gebeugt im Stehen, Becken nach vorne gekippt im Stehen und im Sitzen, so dass der Oberkörper aufgerichtet ist. Dafür aber die Arme ganz locker neben dem Körper hängt und der Kopf, als ob er am goldenen Faden am Himmel angebunden ist. Also der Kopf ist auch aufgerichtet. Und wir fangen mit der ersten Übung an. Wir schöpfen die Energie aus der Umgebung und sammeln die Energie in unserem unteren Kraftzentrum. Das ist so 2 Finger breit unter dem Bauchnabel. Tief einatmen und ausatmen. Im Stehen kann man immer wieder leicht wippen in den Knien. Es ist eine Atemübung. Wir stimmen uns auch auf die Übung damit ein und vergrößern das Volumen von unseren Lungen. Jetzt kurz anhalten und wir gehen zur nächsten Übung. Das ist eine Herzübung. Wir öffnen jetzt unser Herz. Wir tun unserem Herzen was Gutes, geben ihm mehr Raum. Atmen ein, atmen aus und wieder ein und aus. Nochmal ein und aus. Das wiederholen wir noch einmal, damit Sie auch 5 Wiederholungen haben und halten wieder an. Die nächste Übung tut unseren Lungen gut. Wir breiten den Brustkorb aus. Wir umarmen die Welt. Und dann gehen wir wieder mit den Armen nach vorne und runter. Hoch den Kopf leicht nach unten und jetzt Kopf in den Nacken legen. Brustkorb weiten. Nicht vergessen, die Beine bleiben immer leicht gebeugt. Auch in dieser gestreckten Stellung. Noch 2-mal umarmen wir die Welt. Tun auch was Gutes für unseren Schultergürtel und bleiben jetzt wieder unten. Jetzt nehmen wir die Arme nach vorne. Linke Hand liegt über die rechte, beide Handflächen nach oben, Elisabeth. Ja? Überkreuzen die Arme. Wir teilen jetzt die Wolken. Wir gehen mit den Armen und mit dem Kopf nach oben. Hier teilen wir die Arme und verfolgen die Bewegung des linken Armes bis nach unten. Aber unten
legen wir jetzt die rechte Hand oben drauf. Wieder die Handgelenke übereinander. Und bitte machen Sie jetzt mit. Und jetzt Kopf und Hals nach rechts drehen. Sehr gut. Nun tun wir den Oberkörper so richtig öffnen. Machen wir was Gutes für unsere Halswirbelsäule, machen große Armkreise in der Ebene parallel dem Körper und große Kopfkreise. Verbessern unsere Blutzirkulation im ganzen Oberkörper. Tun auch der Leber und Milz was Gutes, weil wir sie dehnen. Und noch einmal zu beiden Seiten. Einmal. Kopf nach links bis nach unten, Kopf drehen und wieder hoch und Kopf nach rechts und wieder anhalten. Jetzt nehmen wir die Arme diagonal zum Himmel. Ja? Stellen uns vor, dass zwischen unseren gespreizten Fingern die bunten Farben des Regenbogens sind. Und wir malen jetzt Regenbogen am Himmel. Wir gehen mit der rechten Hüfte nach rechts, mit dem Oberkörper nach links. Ja, gut. Jetzt hoch und jetzt zur anderen Seite. Und natürlich, wir atmen hier oben ein, wenn die Luftwege frei sind, und hier aus. Sehr gut. Das ist gut auch für die Verdauung, diese Übung. Natürlich für Wirbelsäule. Ja, wir dehnen die Rippen, die Zwischenrippenräume. Und bitte den unteren Arm nur so weit, dass er parallel zum Boden ist und den oberen Arm dann über den Kopf halten. Noch einmal zu jeder Seite. Das war der Regenbogen. Und wir nehmen die Arme runter. Und entspannen ein bisschen. Den Schultergürtel machen einen kleinen Kreis. Strecken die Arme nach vorne. Halten einen Energieball zwischen den Händen. Nehmen den oberen Arm runter nach hinten. Beugen ihn hinten an und rollen dann einen Arm über den anderen. Dann drehen wir den Ball. Nehmen wieder den oberen Arm nach hinten und rollen den Ball. Machen Sie jetzt bitte mit. Hals und Kopf dreht sich mit nach unten, nach hinten. Bitte. Damit massieren wir die inneren Organe. Sehr gut, damit unser Milz und Leber, Nieren und Nebennieren jetzt verschraubt und massiert werden. Noch einmal jede Seite. Außerdem tun wir was Gutes für unsere Schulterblätter. Wir ziehen sie hier auseinander und bringen sie dann wieder zusammen. Jetzt aber wieder die Arme nach unten. Und jetzt geht es mit großen Armkreisen nach oben, nach hinten und runter. Wir rudern auf dem stillen See. Strecken den ganzen Oberkörper, strecken alle Faszien im Oberkörper. Bringen sie so richtig in Bewegung. Waren es schon fünfmal? Ja, bleiben die Füße fest unten? Ja, oder? Und jetzt gut, zurück. Die Beine und Füße kommen noch ins Spiel bei weiteren Übungen. Ah. Im Moment sind eben die oberen Extremitäten und auch Oberkörper dran. Noch ein Kreis und wir halten an. Sie merken wahrscheinlich auch, wie die Blutzirkulation jetzt im Oberkörper schon ganz anders ist. Und wir fühlen uns wärmer. Jetzt kommt sehr interessante Übung. Dafür müssen wir aber in die breitere Grätsche gehen. Ja? Ja. Du stellst die Beine auch weiter auseinander. Noch mehr? Ja? So. Beide Beine weiter auseinander. Ach so, weiter? Also das auseinander. Ach so. Genau. Okay. Genau. Gut. Mhm. Wir heben die Sonne zum Himmel. Das heißt, wir nehmen den rechten Arm vor dem Körper, strecken ihn nach oben. Hier auf der Handfläche ist die Sonne. Wir strecken auch das rechte Bein, sodass wir von Fußspitze bis
in die Fingerspitzen, in diese Diagonale gestreckt sind, dann lassen wir es los und jetzt dehnen wir die andere Seite. Strecken die Faszien in der Diagonale. Also die Muskeln natürlich auch, aber die Faszien umhüllen alle Muskeln, alle Organe, alle Gelenke, sogar in den Augen findet man das Bindegewebe. Und das muss alles bewegt werden. Wir heben jetzt die Sonne zum Himmel. Noch einmal jede Seite. Und wir lassen los und stellen uns wieder in die Qigong-Grundstellung hin. Jetzt beobachten wir den Mond. Wir gehen runter mit beiden Armen, drehen uns nach hinten, diagonal die Arme hoch, soweit es geht, und Hals und Kopf auch mitnehmen. Volle Verschraubung hier in der Mitte des Körpers. Dann wieder entspannt runter und beim nächsten Ausatmen zur anderen Seite. Sich richtig verdrehen. Man verdreht sich auch in Fesselgelenken, in den Knien, in der Hüfte. Das ist richtige Nierenschraube. Die Nieren und Nebennieren und alle anderen Organe werden jetzt noch stärker verschraubt, massiert und gut mit dem Blut versorgt. Mit dem frischen Blut, mit viel Sauerstoff, mit viel Nährstoffen. Noch einmal zu jeder Seite. Und wir kommen wieder zur Mitte, beenden diese Übung. Jetzt kommt kleine Entspannung. Das ist sogenannte Konzentrationsübung. Obwohl sie Entspannung bringt, aber man muss sich trotzdem innerlich konzentrieren. Sogenannte Voltenhände. Wir nehmen eine Hand vor unserem Bauch oder vom unteren Kraftzentrum, die andere Hand vor den Augen. Aber halten Sie das jetzt eventuell ein bisschen tiefer, damit Sie sehen, was ich mache. Wir drehen den Oberkörper um 45 Grad, ohne groß das Becken zu drehen. Oberkörper in der Taille. Hier wechseln wir die Lage der Hände und Arme und drehen uns zur anderen Seite 45 Grad wieder. Und wieder wechseln. Wir schotten uns von der ganzen Welt ab. Sie können auch die Augen zumachen, wenn Sie möchten. Und ganz konzentriert entspannen Sie sich, beruhigen Sie Ihren Geist bei dieser Übung. Machen ganz leichte Verdrehung im Oberkörper, sodass das Becken jetzt auch aktiviert wird, die Verdauungsorgane bewegt werden. Aber daran denken wir jetzt nicht, wir denken nur an die Entspannung. Noch einmal zu jeder Seite. Und wir beenden diese Übung. Wir haben die Hälfte der Übung geschafft. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt eine kleine Verschnauf- und Trinkpause machen. Also, gut, bis gleich. Sind Sie wieder bereit? Dann machen wir die zweite Hälfte der Übung aus 18 Harmonieübungen. Wir stellen uns, oder du machst es auch im Sitzen, so in einen großen Ausfallschritt. Zuerst beide Beine gleich gebeugt, hinteren Fuß bitte 30 bis 45 Grad ausgedreht, dass sie stabil stehen. Auf keinen Fall sie parallel stehen. Ja? So, jetzt zeige ich erstmal nur die Beine. Wir beugen das vordere Bein. Bitte aufpassen, dass Knie nicht über die Fußspitze geht. Dabei wird das hintere Bein gestreckt. Und zwar, Füße bleiben die ganze Zeit jetzt am Boden. Es wird keine Ferse gehoben oder Fußspitze. Dann umgekehrt. Beugen wir das hintere Bein, strecken das vordere Bein. Und so geht es auch langsam weiter. Das ist aber bloß die Hälfte der Übung. Diese Hälfte kräftigt Hüfte, Beine und streckt unseren Hüftbeuger. Die zweite Hälfte wirkt sehr gut für den Oberkörper. Wir gehen in tiefe Vorbeuge.
Das heißt, die Übung heißt Wasser schöpfen. Wir schöpfen Wasser aus dem See, berieseln uns mit diesem Wasser und neigen uns wieder zum Wasser. Schöpfen das Wasser, berieseln uns mit diesem Wasser. Wie Sie merken, der ganze Körper ist im Einsatz, Kopf auch. Ja? Diese Übung macht die Blutzirkulation so richtig fit, ja? Macht den ganzen Körper fit, stärkt unser Immunsystem, ja? Dehnt alle inneren Organe. Noch einmal machen wir das zu dieser Seite. Diese Übung ist auch sehr zu empfehlen zum Abnehmen, ja. Aber dann muss man das nicht 10-mal, ja, sondern 100-mal, ja, am Tag machen. Aber im Sitzen kann man diese Übung nur in veränderter Form machen. Ja, ja, natürlich, das, natürlich. Für die Beine ist es dann nicht so, aber doch für den Oberkörper. Auf jeden Fall. Wir drehen uns zur anderen Seite, du stellst dann das andere Bein nach vorne, ja. Ja, damit wir symmetrisch bleiben, beide Übungen zu beiden Seiten machen. Wieder beugen wir das vordere Bein, strecken das hintere, Hüftbeuge strecken und umgekehrt. Wir machen es noch einmal und jetzt gehen wir wieder in die Vorbeuge. Und dann leicht überstrecken wir den Rücken. Wieder Vorbeuge, wir richten uns auf und überstrecken den Rücken. Ausatmen runter, einatmen nach oben. Noch zweimal schöpfen wir das Wasser aus dem See und berieseln uns mit diesem Wasser. Wenn es Ihnen zu heiß ist, dann mit kaltem Wasser. Wenn es Ihnen zu warm ist, dann umgekehrt. Dann mit kaltem Wasser, habe ich gesagt. Natürlich, wenn es Ihnen zu warm ist, dann mit kaltem. Und wenn es Ihnen zu kalt ist, dann mit warmem Wasser. Genau. So. Das haben wir geschafft. Jetzt bitte in einen kleinen Ausfallschritt stellen. Ja? Und jetzt ist es die Aufgabe umgekehrt. Jetzt schaukeln wir uns auf den Fußsohlen. Auch im Sitzen kann man das gut machen. Von Fußspitze auf die Ferse. Wir machen damit Fußreflexzonenmassage. Dabei schieben wir die Welle mit gestreckten Armen, mit geflexten Händen nach links vorne, wenn linkes Bein vorne ist, und ziehen sie mit den Fäusten nach rechts hinten. Dann schieben wir sie wieder nach links vorne und schieben nach rechts hinten und wiederholen das noch dreimal. Ja, stärken jetzt unsere innere Körpermitte. Sehr gut. Das ist auch gute Übung für Arme und Hände. Wir drehen uns wieder zur anderen Seite. Wieder dieser kleine Ausfallschritt und schaukeln uns weiter auf den Fußsohlen. Jetzt schieben wir aber die Welle nach rechts vorne und schieben sie nach links hinten. Nehmen den ganzen Oberkörper und Hals und Kopf mit nach hinten. Die ganzen Beckenorgane, die Beckenbodenmuskulatur ist jetzt auch in Aktion. Und so trainieren wir sehr gut die ganze Körpermitte. Wir halten an, drehen uns wieder so, dass das linke Bein vorne ist. Die Beine machen dieselbe Arbeit. Wir schaukeln uns weiter hin und her. Aber jetzt wollen wir wieder was Gutes für unser Herz und unser Lungen tun. Die kleine Taube kommt geflogen. Sie bringt ihre Flügel zusammen und auseinander. Dann wieder zusammen, legt sie die Flügel zusammen und bringt sie auseinander. Die kleine Taube fliegt. Sehr gut, noch einmal. Und wir drehen uns wieder zur anderen Seite, damit wir symmetrisch bleiben, weil Symmetrie ist Symbol der Schönheit. Aha. Und wiederholen diese Übung. Wir schaukeln uns auf den Fußsohlen, legen die Handrücken zusammen, bringen die Arme im kleinen Kreis auseinander. Aber wichtig ist, dass wir ganz intensiv mit den Schulterblättern arbeiten. Brustkorb
dehnen, so dass wir gegen diese Brustengegefühl arbeiten. Manchmal hat man so ein unangenehmes Gefühl im Brustkorb. Und beenden diese Übung. Drehen uns wieder zurück zur Mitte, stellen uns wieder in die Qigong-Grundposition, bitte die Fußsohlen wieder fest am Boden, parallel zueinander, Beine leicht gebeugt oder eben im Winkel gebeugt im Sitzen. Jetzt kommt der große Adler geflogen. Wir heben die Arme bis zur Schulterhöhe, bleiben die Fingerspitzen nach unten gerichtet, dann drehen wir die Fingerspitzen nach oben und gehen so weit mit den Armen, dass die Fingerspitzen zusammenkommen. Kopf auch nach oben. Jetzt geht Kopf langsam runter und die Arme langsam runter auf der Schulterhöhe. Fingerspitzen wieder nach unten und den Kopf nach unten. Und wieder mit Einatmen machen wir ganz großen Flügelschlag nach oben, mit Ausatmen nach unten. Und wieder nach oben und nach unten. Wir dehnen nochmal die Wirbelsäule, dehnen alle inneren Organe, die im Oberkörper liegen. Dehnen und strecken alle Faszien ganz genüsslich. Sie merken wahrscheinlich, umso mehr Wiederholung man macht, desto meditativer werden unsere Bewegungen und das tut auch der Seele und dem Geist gut. Sehr schön, wir beenden diese Übung, nehmen jetzt beide Arme gestreckt nach oben und drehen das große Rad. Wir gehen mit dem Oberkörper auf einer Seite runter, auf der anderen Seite hoch. Und wieder runter und wieder hoch. Abgesehen davon, dass es für den Stoffwechsel sehr gute Übung ist, weil wieder der ganze Körper im Einsatz ist, ist es auch gut für die schlanke Taille oder für die Stelle, wo früher die Taille war. Ja, das kräftigt auch unsere Becken und Hüften. Sehr gut, noch zweimal. So machen wir insgesamt 10 Wiederholungen. Und dann lassen wir die Arme wieder sinken und schwingen sie ein bisschen aus, entspannen unseren Schultergürtel. Jetzt ganz entspannt legen wir die Unterarme auf die Hüften, ballen leichte Fäuste und machen eine Übung, die gegen Stress hilft. Wir boxen, aber auf Qigong-Art. Wir schlagen in die Mitte, drehen den Arm um und ziehen ihn wieder zurück. Schlagen, drehen, ran. Schlagen, drehen, ran. Schlagen, drehen, ran. Wenn Sie wirklich alle Aggressionen weg haben wollen, dann versuchen Sie, die Person sich vorzustellen, die ihnen Ärger macht. Ja, dann gibt es wenigstens keinen Ärger. Hinterher gibt es keinen Ärger und sie können ruhig schlafen. Ja, genau. Das ist wirklich gut gegen die Schlaflosigkeit, diese Ach so. Übung. Das ist Anti-Stress-Übung. Noch einmal jede Seite, noch ein Schlag und, dann ist und zurück. Wir lassen die Unterarme hier. Lassen aber jetzt die Fäuste ganz locker, die Finger, drehen die Handflächen nach unten und machen eine Übung, die Marionette heißt. Und wie das bei Marionetten so ist, wir stellen uns vor, dass hier auf den Handrücken und oberhalb der Knie auf den Oberschenkel sind dicke Strippen angebunden. Und jemand zieht uns hoch und hoch. Du musst deinen rechten Unterarm und linken Oberschenkel und umgekehrt. Jetzt bin ich durcheinander. Und dann umgekehrt. Also überkreuzt wie immer. Und wie er steht, versucht sich so weit hochzuziehen, dass es so ein bisschen nach Hüpfen aussieht. Das ist eine energetisierende Übung. Ja, sie erhöht unser Herzschlag.
Ja, sie lässt so richtig alles im Körper durchschütteln und durchrütteln. Da kommt mein Stuhl ins Wackeln. Kommt der Stuhl auch mit? Sehr gut, weil das Schwingstuhl ist, schwingt er auch mit. Noch einmal jede Seite. Und wir lassen die Unterarme jetzt runterhängen. Atmen durch, um jetzt den Atem zu beruhigen. Bauen wir eine Energiesäule durch den Körper. Von unten nach oben und von oben nach unten. Regulieren unser Lebensenergie im Körper. Beruhigen und konzentrieren sie, sodass sie wie eine dicke, kräftige Säule durch den ganzen Körper fließt. Und die Chinesen sagen, dass Energie des Himmels den Geist und Körper reinigt und die Energie der Erde den Geist und Körper stärkt. Wir machen das noch einmal, lassen diese Energie durch den ganzen Körper fließen. Und jetzt nehmen wir diese gesammelte Energie zwischen unseren Händen wie ein Energieball und versuchen, die Wärme zwischen den Handflächen zu spüren. Und wenn man richtig intensiv die Übungen gemacht hat, dann spürt man diese Wärme. Und umso länger man trainiert, desto größer wird dieser Energieball. Ja, ich spüre das schon so auf der Hüftbreite ungefähr. Am Anfang ist der Ball eventuell noch klein, kleiner, Tennisball. Aber es wird wirklich immer größer und größer. Man lernt so langsam, diese Energie zu speichern. Und jetzt, diese geballte Energie bringen wir zu unserem unteren Kraftzentrum. Halten Sie dort. Lassen uns die Augen zumachen, damit wir uns vollkommen auf diesen Energiefluss im Körper konzentrieren. Und beginnen uns ganz langsam, wie Bambus im Wind, von einer Seite zur anderen zu schaukeln. Ich lasse die Augen auf, damit ich sehe, ob sie das richtig machen. Nee, so lässt es sich leichter sprechen zu Ihnen. Versuchen Sie jetzt, die Grenzen auszuloten. Gehen Sie so weit zur Seite, dass Sie so fast umkippen, aber bitte nicht umkippen, nur die Grenze zu spüren bekommen. Und dann lassen Sie die Schwingung immer kleiner und kleiner werden. Zentrieren Sie sich, balancieren Sie sich aus, finden Sie die Mitte. Die Projektion dieses Punktes wird irgendwo in der Mitte zwischen Ihren Fußsohlen liegen. Und jetzt beginnen Sie ganz langsam, ganz vorsichtig von vorne nach hinten zu schaukeln. Jetzt kommt der Wind von der anderen Seite und wir schaukeln uns von vorne nach hinten, loten hier unsere Grenzen, unsere Bewegungsgrenzen aus und bleiben dann wieder in der Mitte stehen. Und wenn wir Glück haben, fallen diese zwei Zentren übereinander. Und jetzt stehen wir so da, gut ausbalanciert, ganz zentriert und fühlen uns stark und biegsam wie ein Baum. Unsere Füße stehen ganz fest auf der Erde. Die Chinesen sagen dazu, aus den Fußsohlen wachsen goldene Wurzeln bis zur Erdmitte, die uns festhalten auf dieser Erde. Unsere Beine ist ein starker, kräftiger Baumstamm. Unser Oberkörper und Arme nach allen diesen Bewegungen sind biegsam wie die Äste und Zweige des Baumes. Und so einen starken, biegsamen Baum bricht kein Sturm des Lebens, sagten alle alte Chinesen. Versuchen Sie, dieses Gefühl in sich hervorzurufen. Ich bin ein starker, biegsamer Baum. Und kein Sturm des Lebens kann mir was ausmachen. Hören Sie in sich hinein. Spüren Sie den Fluss dieser Lebensenergie im ganzen Körper, vom Scheitelpunkt bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußspitzen.
Das war unser heutiges Programm. Ich hoffe, dass die 18 Formen der Harmonie haben Ihnen gut getan. Wie war es bei dir, Elisabeth? Die haben mir auch gut getan, aber offen gestanden, die 8 Bukate aus der zweiten Sendung, die fand ich genauso gut. Und wie immer zum Schluss ein Ernährungstipp von mir auf den Weg. Wir hören immer wieder, trinken. Man soll viel trinken, 2 bis 3 Liter pro Tag. Aber wenn man dann irgendwann dieses pure Wasser oder selbst mit Zitrone nicht mehr sehen und schmecken kann, was dann? Dann folgen Sie meinem Rat. Trinken Sie Kombucha. Kombucha ist ein Erfrischungs- und ein Vitalisierungsgetränk. Es ist keine Modeerscheinung der letzten Jahre in Europa. Kombucha ist seit Jahrhunderten bekannt. Es kommt sehr passend zu heutigen Übungen aus traditionellen chinesischen Medizin, auch von TCM. Es wurde in Asien schon immer hergestellt und verwendet, auch als Heilmittel gegen diverse Krankheiten. Ich kenne das ein Dreivierteljahrhundert, solange ich lebe, weil in unserer Küche stand immer 5 Liter Glas mit diesem sogenannten Teepilz. In Wirklichkeit ist es kein eigenständiger Pilz. Das ist eine Symbiose von Hefe und Bakterien. Und bei im Gärungsprozess zusammen mit gesüßtem Tee entwickelt dieser Pilz durch seine Nahrungsaufnahme, der frisst den Zucker, eine natürliche Kohlensäure, einen wunderbaren süß-sauren Geschmack und sehr viele, sehr gesunde Vitalstoffe. Viele Vitamine, B6, B12 und C, viele Enzyme und Spurenelemente. Und das wirkt so gut auf unsere Darmflora. Und wir wissen inzwischen, wie wichtig der Darm für unsere Gesundheit ist. Ja? Dass ich das Ihnen nur empfehlen kann. Ja, aber wie komme ich denn nun an Kombucha? Man kann es inzwischen in Supermärkten kaufen, aber dort gibt es öfters mal Zusätze von künstlichen Kohlensäure und künstlichen Aromastoffen. Das würde ich nicht empfehlen. Allerdings müssen Sie wissen, dass in Kombucha ein kleiner Alkoholgehalt bleibt bei der Gärung. Ja, so zwischen 0,5 und 1%, genauso wie im Sauerkraut. Können also auch Kinder trinken. Joghurt oder im alkoholfreien Bier. Ja. Natürlich können das, wir haben immer 3 Kinder in unserer Familie das getrunken. Und aus uns ist trotzdem was geworden. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, das selbst herzustellen. Das ist gar nicht schwierig. Man kauft einmal diesen Pilz. Und ich muss Ihnen sagen, dieser Pilz wächst immer wieder, bekommt er oben neue Schicht. Und irgendwann ist er doppelt so dick und Sie können die Hälfte Ihrem besten Freund schenken und ihn damit auch glücklich und gesund machen. Ja? Man hat zu Hause gewöhnlich Wasser zur Verfügung, am besten filtriertes Wasser und verschiedene Teesorten. Ja. Aber ich habe zu Hause nicht den Pilz. Den kann man kaufen, entweder in einer besonders Kombucha-Boutique in Berlin, Schöneberg, in unserem Stadtbezirk, oder im Internet. Ah, ja. Zusammen mit Startflüssigkeit und dann das Verdünnen, je nachdem. Mhm. Ein Rezept finden Sie bei uns unter dem Video. Und es gibt viele Rezepte auch im Internet, auch mit richtiger Schrittanweisung, Anleitung. Mhm. Ja? Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Herstellung und beim Genuss von diesem wunderbaren Vitalisierungsgetränk. Ich verabschiede mich für heute. Ich bedanke mich bei Elisabeth für Ihre Unterstützung. Gerne, sehr gerne. Und ich hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.